Hallo und herzlich willkommen zu diesem interessanten Fall Nummer 2. Wir gucken uns heute wieder ein Röntgenthorax-Bild an, hier in einer Ebene und ja, beschäftigen uns mit der Pathologie des Pneumothorax. So viel hat der Videotitel ja schon verraten. Und während ich hier so rede, kannst du ja schon mal gucken, ob du auf diesem Bild hier irgendwas erkennen kannst. Und wir werden jetzt uns aber systematisch diesem Bild nähern und unser Befundungstemplate, unser Befundungsschema einmal abgehen und gucken, was uns so auffällt an diesem Bild. Das Erste, was wir immer tun, ist das Assessment. Also wir gucken, mit was für einer Bildqualität haben wir es hier zu tun. Natürlich gucken wir als allererstes, ob wir die richtigen Patienten befunden. Das überspringen wir in diesem Fall jetzt hier und gehen einfach mal davon aus. Ist alles drauf? Also ist das Bild vollständig abgebildet? Das können wir mit einem klaren Ja beantworten. Die Lungenspitzen sind beidseits erfasst, genauso wie hier die lateralen Randwinkel. Das ist in der Regel der tiefste Punkt im Thorax. Und genau diese Areale wollen wir sehen. Die Inspirationstiefe wäre der nächste Punkt. Wir zählen einfach mal die Rippen. Hier ist die erste Rippe, das hier ist die zweite Rippe, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier sehen wir die neunte Rippe nahezu vollständig. Wir können also von einer ausreichenden Inspirationstiefe dieser Aufnahme ausgehen. Der nächste Punkt ist die Rotation und Angulation der Aufnahme, also ist sie korrekt eingestellt. Und hier können wir schon sehen, dass hier die Dornfortsätze, die uns immer als Markierungslinie dienen, und die medialen Clavicula enden, die sich hier befinden, die sollten eigentlich symmetrisch sein. Und wir können auch hier mal wieder eine Linie einzeichnen, um das nochmal ein bisschen zu veranschaulichen. Das hier ist die Linie der Dornfortsätze. Und wenn wir jetzt hier mal eine Linie von den medialen Clavicula-Enden zu dieser Verbindungslinie zeichnen von beiden Seiten, dann sehen wir, das sehen wir eigentlich auch schon auf den ersten Blick, dass die deutlich asymmetrisch sind. Also eigentlich sollte diese Distanz hier symmetrisch sein. Die ist rechts größer als links und deshalb haben wir es hier mit einer nach rechts fehlrotierten Aufnahme zu tun. Also die Patientin liegt hier verdreht. Der letzte Punkt in unserem Assessment ist die Angulation. Ist sie horizontal eingestellt, die Aufnahme, oder nach kranial oder caudal verkippt? In diesem Fall gucken wir hier immer auf die Lungen-APCs. Sind die von den Clavicula komplett überlagert, dann wäre es eine nach kranial angulierte Aufnahme. Das ist hier aber nicht der Fall. So soll das eigentlich aussehen, dieser schöne S-förmige Schwung der Clavicula. Diese Aufnahme ist also horizontal korrekt eingestellt. Der nächste Punkt in meinem persönlichen Befundungsschema ist das Thema Fremdmaterial. Außer dieser kleinen winzigen Verkalkung hier, die möglicherweise in der Mama liegt, vielleicht aber auch außen drauf, das können wir in einer Ebene gar nicht so richtig sagen, vielleicht ist es auch in der Lunge, ist auf jeden Fall eine kalkdichte Struktur. Das ist aber kein Fremdmaterial, sondern eher was im Körper. Ansonsten sehen wir hier kein Fremdmaterial, das wir beschreiben müssen. Kommen wir zum Zwerchfell. Die Frage ist immer, liegt es da, wo es liegen sollte, oder steht es irgendwo höher? Das rechte Hemidiaphragma steht immer etwas höher als das linke. Das ist normal, weil hier die Leber drunter liegt. Ein Hochstand rechts liegt erst vor, wenn wir über 4 cm uns befinden. Das tun wir hier nicht. Das heißt, das ist eine regelrechte Lage des Zwerchfells auf beiden Seiten. Dann fragen wir uns immer, sehen wir das Zwerchfell komplett oder ist irgendwo die Kontur aufgehoben, verwaschen, das ist hier aber nicht der Fall. Wer sich hier über diese dezente Doppelkontur, diese etwas flaue, wundert, das sieht man häufiger mal. Das sind dann meistens Zwerchfellbuckel, die sich einfach ein bisschen anders projizieren, aber nichts, worüber man sich Sorgen machen sollte. Beim Zwerchfell gucke ich auch immer direkt nach dem Pneumoperitoneum, also sehen wir Aufhellungslinien unterhalb des Zwerchfells, das ist hier nicht der Fall. Das hier ist die typische Magenblase, an der wir im Übrigen aufgrund dieses Spiegels hier auch erkennen können, dass wir es hier mit einer Stehendaufnahme zu tun haben. Nach dem Zwerchfell kommt das Thema Pneumothorax. Und damit sind wir ja auch schon beim zentralen Thema dieses Videos angekommen. Und ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier mal so von der, ich sag mal, Ferne auf dieses Bild gucken, ob dir schon was aufgefallen ist. Wir haben ja bei der Lunge immer den großen Vorteil einer Symmetrie. Und was immer ein sehr guter Clou ist, um sich so einen diagnostischen Überblick über die Lunge zu machen, und dazu gehört eben auch der Pleuraraum, ist, auf diese Symmetrie zu achten. Und ich weiß nicht, ob du diese Asymmetrie in diesem Bild schon wahrgenommen hast, aber wenn man genau hinschaut, dann ist dieser Bereich hier oben transparenter, sprich schwarzer, dunkler,
als hier auf der Gegenseite. Also wir sehen hier im oberen Abschnitt des Bildes eine eindeutige Asymmetrie mit einer Transparenzerhöhung auf der rechten Seite. Und da müssen wir jetzt mal genau hingucken. Das ist eigentlich der entscheidende diagnostische Clou. Und wenn wir da nämlich jetzt mal genauer hingucken, wir können da jetzt mal reinzoomen, hier oben, dann sehen wir auch, dass im Gegensatz zu hier, wo wir die Lungengefäße sehen können, hier es einfach nur noch schwarz ist. Wir sehen hier keine Lungengefäße. Hier sehen wir Lungengefäße. Da oben sehen wir keine Lungengefäße. Es ist einfach nur dunkel. Das ist schon mal ein ziemlich eindeutiger Hinweis darauf, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und jetzt suchen wir mal die Pleura. Hier liegt die Pleura an, deshalb sehen wir sie nicht. Normalerweise sehen wir die Pleura nicht. Aber in so einem Fall, wo wir irgendwie hier schon das Gefühl haben, da ist gar keine Lunge mehr, sollten wir genau hinschauen. Und wenn wir das tun, das ist ein bisschen schwierig manchmal, weil die Rippen das eben auch überlagern, aber dann sehen wir hier eine ganz, ganz feine Linie, die sich eben teilweise mit der Rippenkontur überlagert, teilweise aber eben wie hier jetzt auch die Rippe kreuzt und hier nach lateral zieht. Und genau jenseits dieser Linie, ich finde, dass man sie hier eigentlich am schönsten sieht, haben wir keine Lungengefäßzeichnung mehr, während wir diesseits der Linie die noch Lungengefäßzeichnung haben. Das heißt, dass in diesem ganzen Bereich hier oben keine Lunge mehr ist. Die Lunge ist kollabiert. Und jetzt müssen wir uns auch die Mühe machen, hier lateral nochmal zu gucken, ob wir diese Linie finden. Und ja, wenn wir ganz genau hingucken, da braucht es auch ein bisschen Übung, sehen wir sie hier auch noch. Und vor allem sehen wir sie hier basal wieder. Auch das hier ist eine pleurale Linie, also die abgehobene Pleura. Hier sehen wir Lungengefäße, hier sehen wir keine. Wir haben es also nicht nur mit einem relativ ausgeprägten Spitzenpneumothorax zu tun, sondern wir haben es mit einem Mantelpneumothorax zu tun, der geht nämlich bis hier unten, mit einer deutlichen apikalen Prädominanz. Das ist schon eine moderate Ausdehnung, das ist kein kleiner Pneumothorax mehr und die Ausdehnung ist tatsächlich auch so, dass sie therapeutisch relevant ist, also da sollte man was machen. Das gucken wir uns dann gleich noch an. Also wir haben Mantelpneumothorax apikal betont auf der rechten Seite. Worauf wir jetzt auch immer gucken müssen ist, liegt eine Spannungskomponente vor. Das ist extrem wichtig. Die Spannungskomponente sieht man anhand von mehreren diagnostischen Hinweisen. Das eine wäre ein Tiefstand der ipsilateralen Zwerchfellkuppe, das sehen wir hier überhaupt nicht. Ein mediastinal Shift nach kontralateral. Das ist natürlich in so einem Fall, wenn die Aufnahme fehlrotiert ist, und deshalb gucken wir da auch im Assessment immer so drauf, wirklich schwer zu sagen. In diesem Fall würde ich aber jetzt sagen, dass das Mediastinum dafür, dass die Aufnahme verdreht ist, relativ mittelständig liegt. Man hat das Gefühl, es ist sogar eher so ein bisschen nach rechts verzogen. Das kann aber eben auch an dieser Fehlrotation nach rechts liegen. Ein Pneumothorax ohne Spannungskomponente, gerade wenn er ja durchaus so ausgeprägt ist wie hier, kann ja zu einem Volumenminus auf der entsprechenden Seite führen, weil die Lunge halt zusammengefallen ist. Und das führt dann eher zu einer Verziehung nach ipsilateral, also zur selben Seite. Und damit sind wir dann schon relativ sicher, dass wir hier keine Spannungskomponente vorliegen haben. Das sind so die beiden eindeutigsten Zeichen. Das kann manchmal auch sehr diskret sein. Ein weiteres Zeichen wäre eine Vergrößerung hier des Zwischenrippenraums. Auch wieder hier die Symmetrie im Vergleich zur Gegenseite, auch das sehen wir hier nicht. Also wir haben hier keinen Hinweis auf eine Spannungskomponente. Der nächste Punkt im Schema ist das Thema Pleuraerguss. Da gucken wir vor allem einmal in die Randwinkel. Die sind aber hier spitz konfiguriert, frei einsehbar. Ich sehe hier keine Verschattung. Wir sehen hier ein bisschen Weichteilüberlagerung durch die Mama. Das sollte einen nicht irritieren. Auf der Gegenseite ist er nicht ganz so schön einsehbar, ne, wie hier. Ich glaube nicht, dass da wirklich Erguss drin steckt, aber wir sind natürlich mit dem Röntgenthorax im Stehen in nur einer Ebene da auch so ein bisschen limitiert. Also wir sehen da ja auch erst Ergussmengen über 300 Milliliter, was schon relativ viel ist. Also möglicherweise ist hier minimal Erguss drin, aber vielleicht auch nicht. Belüftungsstörungen wäre der nächste Punkt. Naja, also man sieht schon, dass es hier irgendwie so ein bisschen dichter ist als hier. Das liegt aber eben daran, dass die Lunge hier teilweise kollabiert ist und wir einfach auch eine Stauchung der ganzen Gefäßstrukturen sehen. Wir sehen, dass die Gefäße hier sehr viel dicker und prominenter sind als auf der Gegenseite, was dadurch zustande kommt, dass die Lunge eben zusammengefallen ist zum Teil. Entzündliche Infiltrate sehe ich persönlich keine. Wir sehen hier keine eindeutigen Verdichtungen, kein positives Luftbronchiogramm oder andere Zeichen, keine interstitielle Zeichensvermehrung, soweit man das eben bei dieser kollabierten Lunge denn überhaupt beurteilen kann.
Kommen wir zum Thema Lungenödem. Auch das natürlich schwierig, wenn die Lunge kollabiert ist. Aber die Gefäße hier auf der Gegenseite, auf die wir jetzt mal primär achten sollten, sehen unauffällig aus. Wir sehen keine basoapikale Umverteilung, kein eindeutiges peribronchiales Cuffing, wobei wir hier keinen Bronchus so richtig schön orthograd getroffen haben, aber das sieht soweit unauffällig aus. Zum Lungenödem gehört auch das Herz. Der Blick aufs Herz verrät uns, dass das normal groß ist. Wir könnten es auch ausmessen und den Herz-Thorax-Quotienten berechnen. Der ist hier ganz sicher normwertig und das sieht völlig normal aus. Und am Herz dran hängt das Mediastinum und die Aorta. Und wir sehen, dass die Aorta hier etwas elongiert ist. Die macht hier so einen bogigen Verlauf. Und wir sehen auch hier, dass sie Verkalkungen aufweist. Das ist eine typische Aortensklerose, wie wir sie häufig bei älteren PatientInnen vorfinden. Also auch nichts wirklich Pathologisches, aber die haben häufig tatsächlich eine Aortenstenose, also eine Aortenklappenstenose. Zum Schluss, und das lohnt sich hier besonders, gucken wir auf die knöchernen Strukturen. Wir müssen uns ja fragen, warum hat diese Patientin denn jetzt einen Pneumothorax? Da ist ja nichts gemacht worden offenbar, also ich habe die Anamnese natürlich verschwiegen, aber das ist ja normal in der Radiologie, dass wir nicht wissen, was mit unserem Patienten los ist. Wir sollen einfach nur mal ein Bild machen. Und in diesem Fall war das tatsächlich ein spontan Pneumothorax. Patientin hat einfach nur Dyspnoe bekommen und ist zum Arzt gegangen und dann wurde dieses Bild hier gemacht, hat aber ein Sturzereignis gehabt. Und was wir sehen können, und das sieht man tatsächlich selten so schön wie in diesem Fall, wenn wir uns die Rippen mal ein bisschen genauer angucken, vielleicht hast du es auch schon gesehen, hier normale Rippe, ne? Also da ist kein Versatz drin in der Kortikalis, die sieht schön glatt aus, aber wenn wir hier die vierte Rippe angucken, können nochmal zählen, ne? Erste, die muss man immer sehen, das ist die erste und das hier ist die zweite, dritte, vierte. Dann sehen wir, dass wir hier einen Versatz haben um etwa halbe Kortikalisbreite und die Kortikalis hier eben auch unterbrochen ist. Wenn wir genau hingucken, sehen wir auch hier an dieser Stelle eine Kortikalisunterbrechung, auch da einen minimalen Versatz in der Kortikalis und möglicherweise ist auch hier noch was, aber dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Also wir haben auf jeden Fall eine Fraktur der vierten und fünften dorsalen Rippen auf der rechten Seite und dieser Versatz kann eben tatsächlich auch für diesen Pneumothorax verantwortlich sein und den verursacht haben. Der Knochen besteht aber nicht nur aus den Rippen, sondern wir haben noch ein bisschen mehr mit auf dem Bild drauf. Wir sehen hier die Schultergelenke und auch die AC-Gelenke, die sind deutlich degenerativ verändert. Also wir haben hier eine Omarthrose und zwar auf beiden Seiten, aber rechts mehr als links, mit einer Gelenkspaltverschmälerung, einer subchondralen Mehrsklerosierung und hier auch so kleinen osteophytären Ausziehungen, genauso wie eine degenerative Veränderung hier im AC-Gelenk. Auf der anderen Seite ist es nicht mit drauf. Und wir sehen auch deutliche degenerative Wirbelsäulenveränderungen. Das sieht man immer hier an diesen lateralen Spondylophyten, die man eigentlich ganz schön sehen kann, wenn das Bild gut belichtet ist. Und das ist so, und man soll die Wirbelsäule hier durchs Herz quasi mal so durchscheinen sehen. Also eindeutig degenerativ veränderte Wirbelsäule. Und zuletzt noch ein Blick auf den Weichteilmantel. Wir sehen einen symmetrischen Mamaschatten. Wir sehen kein Weichteil-Emphysem. Das sieht man häufiger mal beim Pneumothorax, insbesondere aber dann, wenn er therapiert worden ist. Also fassen wir nochmal zusammen. Wir sehen einen moderat ausgeprägten, apikal betonten Mantelpneumothorax rechts mit einer partiell kollabierten Lunge auf der rechten Seite. Ursache vermutlich eine gering dislozierte Fraktur der vierten und fünften, eventuell auch sechsten dorsalen Rippe auf der rechten Seite. Kein relevanter Erguss, kein entzündliches Infiltrat, kein Lungenödem. Herz ist normwertig. Wir sehen auch eine Aortensklerose als Nebenbefund. Was hat man gemacht? Ich habe ja gesagt, diese Veränderung oder dieser Pneumothorax sollte therapiert werden. Und das hat man dann auch getan. Wir haben hier jetzt das Bild nach Anlage einer Thoraxdrainage. Das sieht soweit in Ordnung aus. Die Projektion kann man in nur einer Ebene natürlich immer nur eingeschränkt beurteilen. Wir sehen hier, dass wir hier so ein geringes Weichteilemphysem in den thorakalen Weichteilen haben. Das ist relativ typisch nach Anlage einer Thoraxdrainage. Und wir sehen, dass dieser Pneumothorax, jetzt gucken wir, zoomen wir da nochmal so ein bisschen rein, weg ist. Wir sehen jetzt hier überall wieder Gefäßzeichnung. Also gerade wenn wir auch nochmal so ein bisschen rauszoomen und nochmal auf diese Symmetrie achten, dann sieht das jetzt hier im Gegensatz zur Voraufnahme wieder ziemlich symmetrisch aus. Man kann nie ausschließen, dass so ein minimaler Restpneumothorax noch da ist. Also wir sehen hier die pleurale Linie so gerade noch, aber das ist wirklich ein Millimeterchen. Es ist also kein relevantes Residuum mehr. Das heißt, die Therapie hat schon mal funktioniert.
Wir sehen hier die Aortensklerose relativ schön. Und worauf ich noch hinweisen möchte, ist, das ist hier mal die einmalige Gelegenheit, das hat man nicht so häufig, zu sehen, man könnte ja meinen, das ist ein anderer Patient. Weil das sieht so anders aus. Und das sieht so anders aus, weil es ist anders eingestellt. In diesem Fall ist es jetzt nach links fehlrotiert, die Aufnahme, und nicht mehr nach rechts. Also in die andere Richtung verdreht sozusagen. Und die Aufnahme ist deutlich schlechter inspiriert. Ja, das macht man ja auch typischerweise nach Drainagenanlage, wenn man nach einem Pneumothorax guckt, dass man die eher in Expiration aufnimmt. Und das führt eben zu einer deutlichen Stauchung des gesamten Thorax. Und dann sieht das Bild einfach direkt ganz anders aus. Und deshalb ist es so wichtig, darauf auch wirklich zu achten, wie die Inspirationstiefe ist. Also wir machen dieses Assessment nicht zum Spaß. Und interessanterweise, wenn wir jetzt nochmal auf die Rippen gucken, haben wir tatsächlich recht gehabt. Wir sehen nämlich jetzt hier die Fraktur der sechsten Rippe auch sehr schön, die so minimal disloziert ist, ne? Hier die vierte, die fünfte, aber die sechste hat nämlich definitiv auch was mitbekommen. Das haben wir in der Voraufnahme nur erahnen können. Das also war ein wunderschöner Pneumothorax, Spontanpneumothorax mit der entsprechenden adäquaten Therapie. Und ja, fassen wir das nochmal zusammen, worauf sollte man eben gucken? Guckt auf die Symmetrie, vor allem auf die Symmetrie der Transparenz und dann eben auch gezielt, sehe ich überall Lungengefäßzeichnung oder nicht. Wenn ich keine sehe, suche ich ganz gezielt nach einer pleuralen Linie. Die suche ich sowieso, also egal, ob ich da jetzt eine Asymmetrie sehe oder nicht. Ich versuche, diese pleurale Linie überall zu finden. Und wenn ich dann einen Pneumothorax vorliegen habe, dann gucke ich eben, ob es eine Spannungskomponente hat, also sprich ein Mediastinal-Shift nach kontralateral oder tiefer stehen der ipsilateralen Zwerchfellkuppe. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen von diesem Fall und ich freue mich, wenn du dem Video ein Like gibst, es vielleicht weiterempfiehlst oder ansonsten auch mal auf der Lernrad-Plattform vorbeischaust. Da haben wir einen ganzen Thorax-Basics-Kurs, wo du auch wirklich das Befunden trainieren kannst, viele verschiedene Fälle siehst. Wir haben Cases, wo du das Befunden und das Sichten von Intensivlungen üben kannst. Also letztlich genau solche Fälle wie die, das war jetzt keine Intensivlunge, aber auch da siehst du viele verschiedene Pathologien, unter anderem Pneumothoraces, aber das ist bunt gemischt aus der klinischen Routine. Also wenn du Spaß dran hast, komm sehr gerne mal vorbei. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.